Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarok. In der letzten Folge haben wir dieses Game angefangen und wir haben aufgehört, als wir nach Atreus suchen wollten. Wir haben noch hier ein bisschen erkundet und umgeguckt, was hier alles ist. Aber jetzt gibt es tatsächlich nichts mehr zu tun hier. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Hi. Und das Game sieht richtig geil aus auf der PS5, das muss ich schon sagen, ne? Koch hier durch. Ich bin schon richtig gegangen, aber ich dachte, das er ging Feuer hier durch. Geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Ja, wir wissen es, er ist dadurch. Er ist dadurch. So. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Ja, der Traum war schon crazy. Und ich glaube, das wird nicht der einzige sein, den wir in diesem Game sehen werden. Und ich frage mich, wann dieses, so gesagt, falsch, fast Open-World-Ding von diesem Game anfängt. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Ja, jetzt haben wir unsere ersten Gegner, Jungs. So, hier. Der ist down. Fucking, ich vergesse andauernd, dass das Ausweichen in Games unterschiedlich ist, ne? So. Wo? Da. So, hier. Okay, hier haben wir den. Bro, what? Hier. Komm, Alter. Komm hier. Der ist down. Okay, das sieht jetzt irgendwie komisch aus. Diese Death Animation, ne? So, hier. Verfluchte Räuber. Sie dürften nicht so nah rankommen. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Da ist Heilung am Boden. Okay. Ja, wir suchen einfach nach Atreus und fertig ist es. Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Armes Tier. Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. Ich glaube nicht, dass sich Atreus versteckt hat. Er kann ja mittlerweile, denke ich, er ist ja größer geworden als im letzten Teil, also 2018er Teil. Er ist definitiv stärker auch. Würde ich sagen. Aha, die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Ja, ja, aber wir sammeln erstmal das ganze Zeug hier ein. Hacksilber. Okay. Ja, mach mal den hier. Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Naja. Sie kann trotzdem was bedeuten. Muss nicht echt sein, aber sie kann was bedeuten. Aber egal.
So. Hier lang geht's. Durchkriechen. Ist gerade an Prophezeiungen. Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Ja, richtig. Frost erwachen. Halten Sie Dreieck gedrückt, um die Axt mit Frost zu überziehen und damit den nächsten Nahkampf oder Distanzangriff zu stärken. So. Geil. Komm, mach mal den hier. Ey, komm, what the hell? Komm hier. Beide sind down. 32 EP. Ach, da oben ist eine richtige Truhe. Komm ich da hin? Da komme ich her. Ich glaube, da muss ich lang. Da ist die Blutspur. Was ist hier hinten? Hier ist irgendwas. Ey, komm. Und wo ist mein Rage-Meter? Naja, egal. Egal. Na lang. Da geht's hoch. Da. Da hier. So, hier. Perfekt. Jetzt war er down. In Ordnung. Wo ist jetzt die Spur? Da hoch ist er. Da drüben. Muss doch irgendwie da hochkommen. Da hoch geht sie. Okay, neuer Beitrag. Ach, Räuber. Heutzutage gibt es nur noch wenige Menschen im Wildwald. Wer dort überlebt, hat sich entweder an dem wärmsten Ort verkrochen, den er finden konnte, oder wehrt. Wenn er sich nicht verkriechen will, die Kälte durch die Verwandlung seiner Flygia, seines Schutzgeistes ab. Dieser Teil ihrer Seele nimmt die Merkmale eines Tieres an, was ihn ermöglicht, sich an das erbarmungslose Klima in Midgard anzupassen. In letzter Zeit schienen die verbliebenen Räuber im Wirrwald entschlossen zu sein, uns alle zu ermorden. Das Schutzsymbol hält Eindringlinge fern, aber jeder Jagdausflug jenseits der Grenzen führt unweigerlich zu einer Begegnung mit einem oder zwei Spähtrupps. Räuberspeer. Während die meisten Räuber die Kraft und den Stolz des Hirsches für ihre Hygela bevorzugen, ziehen Speer aufgrund der scharfen Augen und Krallen die Eule vor. Sie behaupten oft, durch die Augen von Midgards Eulen sehen zu können, aber das scheint mir reine Prahlerei zu sein. Sie bevorzugen Distanzangriffe und setzen ihre Schleudern mit tödlicher Genauigkeit ein. So. Okay, what the fuck. Ich wollte jetzt das Papierieren üben. War doch ein bisschen knapper als gedacht. Für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ja? Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Na, ich weiß nicht. Im ersten Teil hat er sich recht gut behaupten können. Ich weiß halt nicht. Jetzt ist er älter. Ah, ich hab doch keine Ahnung. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Oder du machst das. Ey, sie ist doch leise. Ich will doch nur den Loot haben, Mimir. Du kennst mich doch. Ich habe im letzten Teil alles gesammelt. Ich habe die Platin-Trophäe geholt. Nein, die sind noch nicht lange hier. Tod von oben. Sprinten Sie von einem Absprung und drücken Sie in der Luft R1 um einen Tod von oben Angriff. Für einen.
Okay, das ist interessant. So, du bist erst down. So, hier. Irgendwo ist noch einer. Ich höre ihn. Ich höre doch wen. Hinter dir, pass auf! So, hier. Ich muss das mit dem Parieren noch irgendwie hinkriegen. Hier durch. Tiefer hinein. Es kommen mehr. Einmal das Hacksilber mitnehmen. Und Krüge zerstören. Wir waren dort, die Krüge. Warum ist in den Krügen Hacksilber drin, aber dem Rest nicht? Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Gut, die Speerin ist down. So, hier. Gut, hier. Und der ist auch down. Müssen mal gucken, ob ich irgendwas mit den EP schon verbessern kann. Also XP meine ich, sorry. Ob ich irgendwas mit denen schon verbessern kann oder nicht. Moment, da oben ist was. Hey, wir haben schon zwei rote Truhen gehabt. Hier drüben geht's weiter. Hier. Hinter dir. Wo? Ach, da unten. Komm, echt jetzt. Gut, hier, du bist down. Und du bist auch down. Atreus, bist du hier? Nee, scheint noch nicht hier zu sein. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Ja? Atreus, wo bist du? Ah, jetzt komme ich wieder ran. Björn. Wir haben den Bären gefunden, oder er uns. Okay, gelbe Angriffe kann ich nicht blocken. Und rote glaube ich erst recht nicht. Komm, Alter. Holy shit. Rote Angriff nicht abwehrbar. Schade. Komm hier, Alter. Bro, der erste. Das ist halt krank. Komm. Bro, Alter. Ist das jetzt ein neues Dark Souls oder was? Hier muss ich ja besser rollen als in Dark Souls, Alter. Okay, jetzt habe ich Spartan Rage wieder. Komm hier. Gut. Ah, jetzt darf ich mit unendlich Spartan Rage kämpfen. Dann kann ich nicht. Schade. So, hier, komm. Ja, komm, Alter. Ich wollte gerade sein Schild, diesen Kack-Angriff machen.
So. Ich sollte vielleicht anvisieren, wäre vielleicht ein Anfang. Ey, komm! Meine Fresse! Was ist denn das für ein Kampf? Gott, hier. Gut. So. Komm. Noch eine Lebensanzeige, komm. So, jetzt. Perfekt. Passiert. Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt? Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll? Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Zusammen. Okay. Kämpfen Sie gegen den Bären. Bro, warum stört sie? Okay, Atreus. Atreus hat sich seit unserer Reise nach Jüttenheim extrem entwickelt. Wir haben Winter für Winter trainiert, ohne dass es dazwischen einen Sommer gab. Heute stärker, fähiger, kampferprobter und ein ausgezeichneter Kletterer. Aber er muss noch viel lernen, wenn er seine Gefühle mit Disziplin beherrschen will.
Er lässt sich immer noch durch Gedanken an Loki und das von den Riesen vorausgesagte Schicksal ablenken. Was auch immer das Volk seiner Mutter für ihn geplant hat, was auch immer sie geplant hat. Ich werde für eine Sicherheit sorgen und ihn vorbereiten. Für seine Sicherheit sorgen und vorbereiten, solange ich das kann. Okay. Fimbulwinter überleben. Nach Hause gehen. Hier lang. Und? Reden wir darüber, dass der Junge zu Bären geworden ist? Ja. Tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Gibst mir die Schuld? Ich geb dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Naja, was soll halt sagen, Kratos, ne? Du warst halt schuld, Atreus. Drücken Sie Viereck, um einen Begleiter angreifen zu lassen. Falle bewirken zusätzlich Betäubung und laden sich mit der Zeit wieder auf. Ein Zeichen, Vater. Jetzt! Nächster! Gut. So, hier. Wir kriegen jetzt den Kack. Wir kriegen jetzt Rage. Ich liebe es, wir kriegen Rage. Also, Junge, gibt es neben deiner Gabe der Sprache und dem Hören der Gedanken von Kreaturen noch andere neue magische Fähigkeiten zu erwähnen? Nicht wirklich. Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht eine Fimbulwinter-Täuschung. Kenne ich auch. Glaube ich eher weniger, weil er hat ja selbst gezaubert. Er hat irgendwelche Worte geblabbelt. Ohne es zu wissen, wahrscheinlich jetzt. Wenn er sich nicht mehr dran erinnert. Oder er verschweigt es gerade. Ich weiß ja nicht. Oh, wir sind hier wieder. Oh, jetzt erkenne ich, wo wir sind. Ah. Was ist das für Blut? Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Na komm, gehen wir. Der da. Keine Absicht. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Was können wir tun? Gar nichts. Die Natur nimmt ihren Lauf. Okay. Ein Sturm zieht auf. Ist es nicht kalt genug? Wir sind fast zu Hause. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich irgendeine Cutscene trigger. Das will ich jetzt nicht. Aber ich würde sowieso sagen, dass ich jetzt hier nach dem Kampf die Folge beende. Oder besser gesagt, meins gucke, ob wir was irgendwas verbessern können und dann beenden. Ja, bin schon dabei. Ich passe schon auf, Atreus. Aber trotzdem danke. Heilung und Rage Meter voll. So, hier. So, perfekt. Beeindruckt.
So, hier. Headshots. Gut. So ging es schon die ganze Nacht. Bin wohl rein, bevor ich das Symbol repariert habe. Ja, und jetzt gucken wir aber mal kurz rein. Nein, das will ich nicht. Moment, hier? Ja, hier. Sparta's Rage haben wir gekriegt. Perfekt. Fähigkeiten wollte ich gucken. Oh, wir können tatsächlich ein paar mehr machen. Axtenangriffe gegen brennende Gegner nehmen zusätzlichen Schaden. Das machen wir mal. Kaufen Sie eine Fähigkeit. Okay. Halte beim Halten im Auswahl L nach vorne und drücken Sie um 1, um einen schnellen doppelten Drehhieb auszuführen. Nee, das kann ich mir nicht merken. Umrangwurf. Ziehen Sie und halten Sie R1 gedrückt, um die Leviathanas aufzurücken. Machen wir einfach mal die hier. Atreus, kannst du irgendeine Fähigkeit lernen? Momentan nix. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gehen wir weiter. Ciao. Euer Gladius.